Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Pixelmon-Part, jo, von meinem Let's Play. Wie ihr seht, Tropius fliegen herum. Ich habe nämlich eingestellt, dass jetzt Gen 3 gespawnt werden. Jo, ich habe hier noch ein paar neue Bäume, Eukalyptus, geholt. Ich habe ja, viele Items gefunden, genau. Also zuerst einmal habe ich ja mit der behutsamen Spitzhacke einfach hier Erze noch gefarmt, ein paar Beeren aus der einen Mistcraft-Welt geholt, Wolle gesammelt und so Sachen, die Rohstoffe gesammelt, die wir noch nicht so viel haben. Und ja, diese Sachen, es gab mehrere Kisten, das können wir jetzt auch gerade. Ah, Steam Questanzeige. Hier oben habe ich noch ein, ja, sagen wir Fabium. japanische Kirschblüten. Genau. Und ja, da waren wir ganz relativ früh. Diese Insel können wir dann als Rocket-Versteck oder so machen. Es ist halt wirklich alles ein bisschen doof, dass wir die Rohstoffe jetzt nicht so viel haben. Ich wollte kurz dorthin gehen. Wo ist das? Blumenwiesen? Nein. Habe ich da keins gemacht? Ist das hier? Nein. Doch, ist es. Okay. Ist die Schwimmerarena. Also scheinbar Wasser. Es gibt, glaube ich, drei Orten von Wasser und das ist die Schwimmerarena. Die müsste irgendwie, jo, anders sein. So, ich wollte noch kurz, wir haben jetzt hier keinen PC, noch ein paar gefangene Pokémon zeigen, die ich jetzt einfach nebenbei gefunden habe, die ein bisschen seltener sind. Ich habe in Wikipedia nachgeschaut, manche Pokémon sind halt ultra selten. Und die müssen wir dann wirklich auch suchen, längere Zeit. Und deshalb habe ich die schon mal gefangen, weil, ja. Oh, ein Diamant haben wir. Cool. Okay, was machst du? Ja, eben diese Seltenheit in den manchen Minecraft-Spielen, wie zum Beispiel Pixman, ist unglaublich, oder? Da muss man sehr lange immer spielen. Da machen wir sicher danach wieder Livestreams und so weiter. Sind halt nicht so beliebt, weil eben das Spiel halt auch relativ langatmig ist. Ich habe jetzt erst kürzlich Urban. Muss mal kurz schauen, wie das heißt. Urbex City Beta angefangen zu spielen. Und ja, ich wollte ein Let's Play draus machen, aber es ist so klein. Die haben da wirklich noch nicht viel entwickelt, dass ich da nicht so viel zeigen konnte. Also ich habe einen Part aufgenommen und konnte keine 30 Minuten voll machen. Also es dauert sehr lange, bis man die Höchst und so upgraden kann. Ja, so Sachen möchte ich natürlich auch nicht unbedingt live streamen. Deshalb lieber so Langzeitprojekte. Was macht eigentlich der Weihnachtsmann? Du kannst Dasche und Dancer, Friends und Vixen, Comet und Cupid, Donner und Blitz. Wo ist Rudolf? Er hat eine rote Nase, dann hört sich, das hört sich nicht gesund an. Ja, genau. Ist einfach so ein nächster Charakter schon. Und ist auch irgendwas? Ja, hier drin ist nie etwas. Okay, das ist auf eine Den, die schwarz ist. Gut, weil sie unter der Erde ist wahrscheinlich. Genau, Minun gibt es hier und Geradax. Jo, gehen wir mal wieder zurück. Ich wollte heute nämlich auch ein Haus bauen. Ich habe die Rohstoffe auch gefarmt. Ja, machen die schon mal das Richtige rein. Oh, nicht legen. Wieder ein bisschen länger geladen. So, und hier Magnet Nummer 2. Das können wir auch hier rein tun. Hier nochmals eine Profi-Angel. Und
Diamanthammer. Die kann auch die Rüstung rein. Wir können sie tragen. Weil, ja, wir werden zwar nicht angegriffen, aber wir sehen dann noch besser aus. Okay, das ist. So. Jo, die Rohstoffe brauchen wir jetzt. Das ist Mammutbaumholz. Genau, hier haben wir Eukalyptusholz. Das ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Kirschholz, ich weiß nicht. Also es sieht schon sehr schön aus. Aber eigentlich möchte ich ja... Ich wollte ja eigentlich eine weiße Ding bauen. Für den Boden, genau. Ein Holzboden. Weiß haben wir weißer Sand. Wir haben weiße Wolle. Eigentlich könnte ich ja weiße Wolle verwenden, aber das sieht jetzt nicht unbedingt so edel aus. Ja, eigentlich müssten wir schon weiße Wolle nehmen. Wir tun es einfach später ersetzen. Hier haben wir auch noch weiße Wolle. Und okay. Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Also wir verwenden jetzt einfach mal weiße Wolle. Weißer Sand ist halt wirklich nicht gerade. Ist halt ein bisschen gelblicher. Genau, wir machen so einen Whirlpool noch und alles mögliche. Sehr gut. Ah genau, Pokémon wollte ich ja noch zeigen. Lauter immer denken. Carnivana habe ich noch ein niedrigeres gesammelt. Und Schmerpe, genau. Schmerpe ist so ein Ding, das wird zu Velsar, glaube ich. Ein Pokémon, das relativ selten vorkommt. Vielleicht in anderen Biomen mehr. Initiative. Größe Zwerg, genau wegen dem kleinen. Ich kann ja euch das mal kurz zeigen. Ja, ist ziemlich klein. Ja. Ja, die sind größer, also die müssen ja größer sein. Ich dachte, die wären klein in dem Pokémon-Spiel. Genau, und dieses Pokémon hier. Nein, nicht du, Vulpix. So, kenne ich überhaupt nicht. Das muss ein neueres Pokémon sein. Sieht ziemlich geil aus. Ist eine Art... Ja, so ein Salamander irgendwie. Sehr gefürchtiger Salamander. Fix. Okay, so, und dann habe ich noch einen Knofenser. Das bestimmt, ich glaube, das ist ein... Ist das jetzt ein... Shiny? Nein. Das ist kein Shiny, das ist etwas anderes. Das hat hier so ein Ding, haben die anderen eigentlich auch? Diese Masche, ja. Weiß nicht, wieso die Masche dort ist. Jo, keine Ahnung. Knofenser in dunkler. Könnte es in einem dunklen... Auf einer Dunkelheit sein. Keine Ahnung, also... Es glitzert ja auch nicht. Ich weiß nicht, Shiny sind halt wirklich 1 zu 8, 4000. Und deshalb kommen die ja nicht so viel vor. Also ich habe jetzt... Doch, ich habe, glaube ich, ein Shiny. Nein, das ist pink. Das ist pink. Das ist pink. Ist nicht das Kramox ein Shiny? Es muss ja glitzern. Also ich, damals haben sie geglitzert. Ja, der Name glitzert. Das ist ein Shiny. Okay, einen Shiny haben wir wenigstens. Ja, sie sind halt sehr, sehr selten. Und ich weiß nicht, Shiny sind wirklich auch nur gefärbt. Sie haben nicht bessere Werte oder so. So, wo ist jetzt mein Pokémon, das ich hatte? Da, Nebulok. Jo, also. Dann bauen wir mal schön. Wir müssen hier abholzen. Ich finde Dschungelholz zwar schon auch schön, aber wir waren natürlich auch einzige, also neue Hölzer verwenden und alles mögliche. 1, 2, 3, 4, 5. Und all of you. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier machen wir einfach eins runter, sonst ja, ist es halt auch nicht so
richtig das Haus. Ich hab's zwar lieber, wenn das Haus ein bisschen uneben ist, aber die Gegend uneben zu haben, ist schon ziemlich viel besser. Oder einfach so an einer Ecke. So, also dass es irgendwo runter oder hoch geht. Dann ist es cool, aber wenn es auf einer Seite ein bisschen höher ist, dann sieht es auch nicht so realistisch aus. Weiß ich. Ja, ich sollte vielleicht hier auch noch rüber bauen. Jetzt haben wir zu wenig Holz. Können noch ein bisschen fällen natürlich. Ja, ich mache das mal nicht so. Ich muss eben runter, sonst komme ich eben an. Genau. Ja, und dann haben wir zu wenig Holz. So. Dauert hier natürlich auch sehr viel. Jetzt schauen wir mal eben. Sieht halt auch nicht so schön aus. Auf der Seite, aber am Boden sieht es immer schön aus. Also, wir können ja auch noch Teppich drauf machen, manchmal. Aber ich finde irgendwie die Farbe, die passt sehr gut zum Boden. Und deshalb machen wir das auch. Hier auf der Seite vom Haus, da lasse ich es ein bisschen höher. Aber im Haus ist nicht so gut, wenn wir da das so lassen. So. Ja, wird sehr schön aussehen. Also ich finde dieses Holz, Eukalyptusholz, zwar ein bisschen unrealistisch, aber es ist ja doch schön. Und dann brauchen wir doch eine neue Spitzhacke. Ich will jetzt nicht immer Behutsamkeit haben drauf. Ja, okay. Ich müsste es dann einfach immer wieder schmelzen. Zuerst. Ich kann einfach Erze, zum Beispiel Redstone-Erze und so, Lapislazuli-Erze, gar nicht so gut behalten, also gebrauchen. Ja. So, hier müssen wir auch noch vergessen. Hier müssen wir auch. Ja, wir müssen es. Weil hier kommt ja das Fundament. Das können wir eigentlich aus Stein machen. Ja, das ist so eine Sache. Ich baue meine Häuser gerne dann komplex. Also die Objekte, die man gar nicht sehen könnte, die baue ich auch. Also, ja, da muss auch ein richtiger Rohstoff sein. Und ja, das muss halt wieder Eukalyptusholz sein, weil sonst ist es unlogisch. Eigentlich ein Fundament ist eigentlich immer aus Stein, aber das ist auch nicht schön genug. Ich will es ja komplex haben. So, jetzt haben wir einfach das Problem, dass wir noch keine Schaufel mehr haben. Aber gut. Also eigentlich ist es logischer, das aus Stein zu machen. Ich will sie auch logisch haben. Machen wir es logischer. Der Keller wird sicher aus irgendwelchem Stein sein. Sonst hole ich mir nochmals einen Mod, nämlich den Underground Biomes Mod. Aber das, ne, der nervt. Weil da gibt es ganz zähe Objekte. Basalt, ich mache einen Basaltkeller. Also schön dunkel und schwarz. Oh. Mache noch ein paar Geister hin. Ja, klar. Also, Nebulak. Muntier. Ja, das sind ja manchmal die Hummels, die Unterentwicklung, wie man sagt. Ja. Okay, jetzt haben wir hier viel zu viel Erde. Mache ich die einfach hier in einer der Kisten. Was ist da oben? Ah, ich dachte, er hätte eine andere Farbe gehabt. Der Tropius. Ah, ich habe das falsch. Jetzt habe ich es falsch gemacht. Ich wollte das Holz verwenden und nicht die Wolle. Ja, ich werde sie dann einfach entfernen, die Wolle, und dann mache ich es richtig. Ich habe es falsch gemacht, vor lauter Reden. Ja. Ich brauche 3 Diamanten. Ich nehme jetzt einfach mal 12 raus und verwende 3. Und eventuell haben wir genug Level für eine Schaufel noch. Und dann können wir da auch besser die Erde wegschippen. Ist natürlich auch sehr wichtig. Dann brauchen wir noch Lapis Lazuli.
So, Lapislazuli. Die Diamantspitzhacke. Ich brauche einfach Glück, bitte. Glück ist nicht drauf. Okay, können wir noch nicht verwenden, können wir schon. Und hier ist effizient Behutsamkeit. So mit 19 Level doch ein bisschen zu teuer. Nein, kann ich nicht. Ist auch da. Okay. Ich hatte noch nie so viel Glück mit Behutsamkeit, aber gut. Ja. Aber eben Behutsamkeit ist ja nicht immer so nützlich. Genau. Haltbarkeit ist auch hier drauf. Ich brauche halt Glück. Ja, jetzt brauche ich zwei Level nochmals. Eben Eukalyptus brauche ich. Ja, die Axt kommt als nächstes dran. Ja, ist optimal. Die sind recht hoch. Die wachsen halt nicht niedriger, also die könnte man auch nicht begrenzen, glaube müssen wir auch zweimal drauf, also hoch und dann runter. Die Gerüste gibt es noch nicht. Ja, sind einfach ein bisschen schwer zum Farmen. Aber ich will ja auch schönes Holz haben und nicht unschwer zu farmendes Holz verwenden. Okay, aber extremst hoch. Drago ist an einem Eukalyptusbaum ein bisschen länger dran. So, die Axt geht schon kaputt dann. Ein Baum und die Axt ist schon kaputt. Heftig, wie groß. Also das war ein größerer Baum. Da im Biom hat es nicht so große Bäume gehabt. Vielleicht ist auch da der Baum im Weg, dass der automatisch hochbaut. Ich tue jetzt mal den Dschungelbaum weg. Okay, Gekabor, genau. Den nehme ich jetzt nicht, das ist zu high-level. Ich möchte eben auch ein bisschen noch leveln und nicht gleich eine Evolution haben. Das ist für mich nicht so spannend genug. Mach doch ein bisschen mir mehr Mühe. Gebe mir gerne ein bisschen Mühe, die Verbindung zum Pokémon ein bisschen erhöhen und so. Und ich weiß, ich glaube, die Werte werden auch hochgehen. Gehen wir mal hier hoch und tun die dahin. Weil ich habe damals auch immer die niedrigste Entwicklungsstufe genommen und das ist, glaube ich, wegen den Werten. Weil Trainer-Pokémon bessere Werte bekommen als Beta-Pokémon irgendwie. Ist ein bisschen doof gemacht, aber ja. Ist halt der Entwickler. Ich jetzt den Namen gerade nicht weiß. Ja, der ist bekannt auch. Jetzt machen sie eine schlechtere Version als die vorherige. Ich weiß nicht, wieso sie. Ja, die Spieler so demotivieren. Ich meine, ja. Ich hatte damals Rubin, Saphir, mega viel Spaß. Vor allem auch Kristallversion, also von Gold, Silber. Die Spezialversion, die war mega gut. Und seitdem habe ich einfach keine Lust mehr, ein Pokémon-Spiel überhaupt zu spielen. Ich will nicht mehr Pokémon, oder ich will schon mehr Pokémon, aber vor allem auch schönere, bessere Pokémon und nicht irgendwie die ganze Zeit nur die Grafik oder nicht mal die Grafik richtig zu erhöhen, sondern einfach die Features dann vermissen und dafür andere Spezialfeatures wie zum Beispiel Mega-Pokémon sehen schon cool aus, aber nützlich ist es nicht, weil, also wenn ich jetzt die Auswahl hätte zwischen ein paar Versionen, würde ich wahrscheinlich Gold und Silber priorisieren. Oder vielleicht Bluey Platin, weil es schwerer ist. Aber das ist ja keine offizielle Ding, das ist ein Fan-Mod eigentlich, ein Mod, ein Hack. Und der war tausendmal besser als dieses Entwicklerstudio jemals machen könnte. Das gleiche ist ja mit Harvest Moon auch, die wurden ja auch aufgespalten. Die neuen Oracle of, nein,
Season, irgendwas mit Season. Story of Seasons, glaube ich, oder so. Ist tausendmal besser als Harvest Moon momentan. Und Harvest Moon kommt halt immer jedes Mal immer wieder neu raus. Und ist trotzdem irgendwie gleich. Die letzte Version ist auch irgendwie gleich gewesen. Ich weiß, ich habe ein Mädchen geschaut, das, also Let's Plays von einem Mädchen geschaut und die hat gesagt, ja, dieses Spiel ist wirklich wieder ein Rückschritt. Das ist ja jede. Ich weiß nicht, wieso Spiele schlechter werden. Aber gut. Also nicht alle natürlich. Aber ich bin ja auch einer, der sagt, Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild ist nicht so gut. Ja, es ist wirklich nicht so gut. Weil ich kenne es von den PC-Sachen, die Features schon. Aber jetzt zum Beispiel, Nintendo-Spiele hatten solche Features noch nicht. Die hatten dann keinen Ark, glaube ich. Die hatten kein The Forest oder so. Aber das Spielprinzip ist echt wie in diesem anderen, in den anderen Spielen. Also da haben sie nichts, genau nichts neu entwickelt. Einfach die Map noch ein bisschen größer gemacht. Aber ich brauche jetzt nicht unbedingt eine größere Map, wenn nichts zu finden ist. Außer diese Wurzelwesen da. Und deshalb, ja. Ich finde Ocarina of Time, ja, ist vielleicht ein bisschen zu klein. A Link to the Past eigentlich immer noch das Beste. Weil da war eigentlich die Story ein bisschen besser. Und ja, eigentlich Majora's Mask. Aber das fand ich immer ein bisschen störend mit dem Zeitlimit. War zu schlimm, das Zeitlimit. Naja. So. Also, ich muss das jetzt nochmal richtig machen. Ja, eine Schere haben wir. Ich glaube, ich habe noch eine zweite Schere. Ich weiß jetzt nicht, was ich gedacht habe. Das war der falsche Rohstoff ausgewählt. Ich finde jetzt keine Schere mehr. Ich dachte, ich hätte eine zweite Schere gehabt. B. Nein, im Rucksack ist sie auch nicht. Ja, dann habe ich die eine Schere schon verbraucht. Ich hatte irgendwo eine Schere, glaube ich, gefunden. Ah, ist eine Zielscheibe. Was ist denn das? Ah, hier ist die Schere hin. So. Gut, die habe ich dort reingetan, scheinbar. So. Jetzt machen wir einfach das nochmal neu. Ja, das muss ich nicht. Ja, ist doch ein bisschen langsam. Aber wir müssen es richtig machen. Ich will, ja. Eigentlich in dem Pokémon Center ist ja auch dieser Wollboden. Aber ich will ihn natürlich schön bauen. Nicht so, ja, unter 100%. So, und deshalb gebe ich mir halt auch immer so viel Mühe, brauche halt immer wieder so lange, bis die Rohstoffe da sind. Aber wenn ihr jetzt nicht unbedingt so schöne Bauwerke haben wollt und dafür, dass ich schneller baue oder so, dann kann ich das auch mal. Nur bin ich ja nicht zufrieden. Ich bin immer gerne ein bisschen derjenige, der sich viel Mühe, mehr Mühe macht. Und, oh, zu schnell. Okay, die Schere brauche ich jetzt nicht mehr. Mache ich das mal hier. Und ja. Mache hier das Gras und die Erde rein. Keine Erde haben. So. Ich weiß nicht, wieso Minecraft so nervig ist mit den guten Gegenstände, also Werkzeuge. Die sind einfach viel zu schnell. Also man kann nicht einfach nur einmal klicken, wird ein Block abgebaut. Das ist nervig. Das haben sie damals falsch gemacht und haben es bis jetzt nicht verbessert. Und ich mache schon wieder das Falsche. Ja, Konzentration, like, ja. Völlig überfordert vom Sport vorher. X, nix, nix, dick denken richtig. Ja, falsch setzen kann ich ja noch. Sehr, sehr gut. Ich freue mich. Ist auch irgendwie schon nice. Machen wir eine Schnecke. Einmal reingesungen. Ja, ich muss die Blöcke dann auch noch setzen. Nein, oder? Weiß gar nicht. Ich überlege mir noch, was in die Ecke kommt.
Weil die sehen wir dann im Endeffekt nicht mehr. Genau, ich verwende einfach keinen Block. Ich lasse einfach Luft. Ein Architekt macht eben alles. Jeder, der irgendwie da nichts hinbaut, der ist. Ja. Ich muss die Kirschblüten farmen nochmal. Also gehen wir mal dorthin. Ich muss mindestens einen Pokémon-Kampf machen. Oh, Vulpix. Oh, ist gerade sehr gut, dass du. Ein Eschen. 60. Wir eschen gleich mal ein Papinella-Ding ein. Ist doch auch ein bisschen schneller noch, stimmt. Ich weiß nicht, wieso Vögel schneller sind. Ja, fliegen schon, aber gut, jetzt kann ich auch wechseln. Ich muss sowieso noch trainieren, also. Ja. Nein. Nein, es ist gestorben. Was ist ziemlich gut? Ja, das Meppo ist ein bisschen zu low-level. Ich wollte Schmetterling mit Schmetterling. Also Nebulak könnte, aber Schlecker. Ja, machen wir mal Konfusion. Ja, machen wir mal zuerst die Bronze. Ja, sonst haben wir dann wieder zu viel Schaden. Ich muss Trankfresser ein Ding verwenden. Ja, ist einfach zu schlecht. Schlecker ist nicht eine gute Attacke. So, Nebula kann Level up. Okay. Hudox, oh. Die sind bekannt für ihre Giftattacken und so. Das ist Konfusion, ah. Ja, und ja, gegenteiliges, also sehr effektive Attacken hat's. Okay, meine Pokémon sterben dann. Ja, komm. Käfer gegen Käfer. So. Wie konnte ich nur noch so viel Training verlieren? Ja. Wie kann ich nur so blöd sein? So unkonzentriert sein nach dem Sport? Weil man halt wirklich auch sehr viel Ablenkung hat dann. Ging jetzt nicht so gut. Ich tue einfach schlafen. Das wäre halt Pokémon scheinbar auch standardmäßig. Ja. Damit es nicht so nervig ist. Und ja, ich meine, muss einfach ein bisschen mehr Gedanken machen zwischen den Kämpfen. Also bevor ich eine Attacke einsetze oder so, dann sterben meine Pokémon auch nicht so schnell. So, ist auch, also das Kampfsystem ist auch ziemlich schwer, ja, vom Gedanken, oder wie man jetzt, ja, taktisch vorgeht. Also taktisch sind die Kämpfe natürlich schon immer. Ich weiß damals noch, als ich gegen Mewtwo in Rot und Blau gekämpft habe, hatte ich auch ein paar Probleme. Da hatte nämlich sehr starke Attacken drauf. Und gehört eigentlich immer noch zu einem der stärksten Legendary-Pokémon. Ja. Das war damals als Newbie, oder? Ich hatte die Azuria-Höhle damals alleine gefunden. Weil ich einfach auch damals schon die Gegner ein bisschen erkundet habe. Die Sichtweite war nicht gerade hoch, aber man sah die Höhle schon von Weitem. Und ich dachte mir immer, okay. Dort ist eine Höhle, aber ich muss zuerst Surfer erlernen. Man konnte in diesen Spielen am Anfang, also immer noch, glaube ich, nicht direkt schwimmen. Man kann nur mit Pokémon schwimmen. Und, jo. Hab dann Surfer gehabt und dann wollte ich in diese Höhle und da war ein Mensch vor dran. Und der hat mich nicht reingelassen und ich dachte immer weiter, ja, was muss ich denn tun, oder? Aber er hat, glaube ich, auch schon gesagt, ja. Erst nach der Pokémon-Liga und dann habe ich so schnell das Spiel durchgespielt. Ich konnte es kaum mehr erwarten. Aber der Dungeon hat mir damals nicht so, ja, nicht so gefallen. Es war ein bisschen langweilig, so ein labyrinthartiges Zeugs, eine Höhle. Aber
Switch, ja. Also ich hatte gute Erinnerungen an Pokémon. Also vor allem zuerst die Gold-Version, dann die Kristall-Version, die noch umfangreicher war. Ich hatte immer so mega, ja, die Kollegen, die gedacht haben, ja, jetzt hast du die Kristall-Version und ich habe nur die Silber-Version. Also ein Kollege hat dann nur die Silber-Version, ich hatte nur die Gold-Version. Und ich hatte auf der Gold-Version schon die meisten Pokémon dann rübergetauscht und so. Dann habe ich schon sehr viel Neid erfahren. Aber das war damals auch schon. Der Kollege, Schulkamerade, der mega Pokémon-süchtig war, hatte damals nur einen Gameboy. Und kein Gameboy Color. Also er hatte keine Farben, nur Grautöne oder Grüntöne. Und das war auch so schlimm. Also der war noch schlimmer. Der war in der Realschule, ja. Und in der Berufsschule hatte ich dann andere Kollegen noch. Die meisten haben natürlich Ego-Shooter, Half-Life und so gespielt. Oder so Sachen. Und ich bin halt jemand gewesen, der ja gesagt habe, ja, ich spiele auch natürlich die anderen Spiele. Ja. Also ich 13, nein. Also 13 Jahre war ich in Rot und Blau, oder 12 Jahre, genau, 12 Jahre war ich in Rot und Blau. Und Pokémon war damals aber auch schon, auch noch ein bisschen für Erwachsene, also für, ja, so 12-Jährige, also. Und die meisten waren dann so also frühreif und haben Spiele ab 16 oder 18 gespielt. Ich habe sie selber auch gespielt und ich habe nicht Angst gehabt oder, ja, ich hatte eine Mutter gehabt, die hat wirklich erst Spiel gekauft, beziehungsweise ich habe sie selber immer kaufen müssen mit Sackgeld. Und das war richtig nervig, oder? Ich musste meiner Mutter irgendwie 20, 30 Mal betteln, damit sie mir wenigstens ab 16 Spiele gekauft hat. Und ja, es war ja schon ziemlich ein geregeltes Leben für mich. Heutzutage darf ja jedes kleine Kind geht ja kaufen und spielen und sitzt ja auf den öffentlichen Servern, Rollenspielservern immer wieder. Es wird schon relativ wenig darum geschaut, wie alt wirklich die Leute sind, bevor sie Spiele bekommen. Und ja, das war damals schon noch ein bisschen anders. Es gab eben schon ziemlich viele Eltern, die immer alles erlaubt haben. Aber ja, eigentlich ist ja dieser Schutz vor, also Altersschutz und so, ist ein bisschen sehr streng. Ich meine, ein 16-Jähriger hat sicher schon ein paar Mal im Leben irgendwie etwas mit Gewalt erfahren und so weiter. Und der muss jetzt nicht unbedingt warten, bis er 18 ist, bevor er Blut sehen darf oder sonst irgendwas. Das ist völlig, also, ich weiß nicht, ich war mit 3 Jahren schon irgendwie am Horrorfilm schauen gewesen und so. Ich hatte irgendwie relativ früh keine Angst mehr von irgendwelchen Sachen. Ich wusste, was ein Weltkrieg ist. Ich wusste, was allgemeine Waffe anrichten kann. Und ich habe mich vorbildlich verhalten, aber heutzutage denkst du so, ja, zuerst muss einer schießen, bevor er denkt. Ja, okay, das ist nicht so gut. Schaut euch den Ukraine-Krieg an. Für nichts macht Putin Krieg. Für nichts. Oder? Ist halt schon schlimm. Naja. Aber Leute muss man irgendwie nicht verstehen. Leute sind halt so kunterbunt und alles Mögliche. Jeder hat eher seine Macken. Ist ja auch schön so. Aber ja, ich hatte in letzter Zeit schon manchmal Bedenken. Ja, muss das wirklich so sein? Muss ich denn auch so viel aushalten, wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, zum Beispiel in letzter Zeit, ich mache ja einen Rollenspielserver für Minecraft. Für GTA. Und dann auch einen Minecraft-Server. Aber hey, man bekommt einfach nicht mehr anständige Modder oder so, Plugin-Sachen, Scripts-Macher. Es gibt einfach keine mehr.
Es wurde schon wieder jemand betrogen und hat Geld verloren. Und viele Plugins sind einfach nur Schrott. Ich meine, ja, wir haben den Park, den Mirror Park, nein, nicht den Mirror Park, der Square Park in der Mitte von Los Santos umgewandelt. Und das sieht aus, als hätte es ein kleines Baby gemacht. Ich meine, was macht denn so einen Liegestühle dort? Was machen irgendwelche Sachen dort, die überhaupt nichts mit dem Square Park zu tun haben dort? Hat der Entwickler nichts gedacht, bevor er das designt hat? Ihr müsst doch da schauen, dass es passt, oder? Also, ja. Ich bin jetzt hier in einem Dschungel, oder? Und ich möchte gerne ein, ja, so ein richtiges edles Haus bauen. Dann kann ich nicht einfach mit Beton kommen oder so. Oder? Ich mache eine Art, ich denke, also ich wollte eigentlich eine Pagode machen, ja. Mach's auch relativ pagodenartig. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt genau darunter vorstelle. Man muss halt auch ausprobieren. Und nicht einfach so wie in, ja, die meisten Modern Gates, ja. So mega kunterbunt. Das ist echt nichts, ja. Was eigentlich einem Server helfen würde. Und ja, den hat wirklich nicht zufrieden. Okay, ich muss da einen Block einfach opfern. Ja, wird dann vielleicht auch zu sehen sein, aber nicht immer. Ja, hier muss ich auch wieder. So. Jetzt sind wir schon sehr weit. Und dem gebt einfach Kritik, also auch bei mir, wenn euch irgendwas nicht gefällt oder ja, so kann man sich verbessern, oder? Und viele lassen einfach heutzutage keine Kritik mehr ein oder lassen sich auch nichts erwünschen und die verbessern sich nicht. Also, ich muss ja nicht sagen, ich bin bei vielen halt auch nicht so zufrieden. Man hat auch einen Anspruch als ja, Mensch, der auch ein bisschen mehr möchte oder bekommen hat schon im Leben, oder? Also, wieso tut sich der Mensch also eigentlich nicht so gut verbessern? Oh Gott, ist ein großer Gewaldro heißt er. Gewaltig und Wald wahrscheinlich. Ein Drache. Ich nehme mir immer so ein bisschen die Gedanken machen, wie wurde das Pokémon benannt. Das sind einfach drei Arten eventuell, Namen ineinander. Die sind schon ziemlich groß, wenn die normal sind. Wie groß sind denn die, wenn sie riesig sind? Boah. Nice. Hier ist noch ein falscher Block da unten. So. Dann sind wir jetzt schon sehr weit gekommen. Ich habe jetzt wieder den 40er-Part gemacht. 40 Minuten. Meine Stimme versagt wieder ein bisschen leider. Ist wieder zu trocken in meinem Haus. In meiner Wohnung. Ist ja echt eine schlimme Wohnung aus den 70er Jahren. Und ja, wir machen dann im nächsten Part natürlich wieder ein bisschen weiter. Eventuell machen wir dann aber auch etwas anders kurz. Und dann im nächsten Part dann wieder weiter. Ich werde währenddessen einfach nochmal Rohstoffe farmen. Und im nächsten Part kommt dann die Gen 4 Pokémon dran. Und da freue ich mich natürlich riesig. Weil ab dann kenne ich die Pokémon nicht mehr so sehr. Also von Let's Plays oder von den Anime-Folgen, klar. Aber Anime-Folgen habe ich jetzt auch nicht so viel geschaut. Da war ich damals auch nicht gerade so erfreut darüber. Also, viele sagen, Gen 4 wäre wirklich gut. Ich habe im Bloody Kletting gespielt. Und ich fand Gen 4 auch mit Bloody Kletting gar nicht mal so toll mehr. Aber dürfte gerne mal sagen, wieso es so toll ist. Vielleicht einfach, weil die Zerrwelt so cool sei und vielleicht auch, ja,
Es war ein bisschen langweilig, vor allem die ersten 4 Orden waren damals echt langweilig. Hatten sich ein bisschen gezogen und so Sachen. Und der Kraterberg war auch schlimm, glaube ich. Ja, gut. Aber ich denke, weil ich ja auch nicht so die Multiplayer-Features und so verwenden konnte mit dem Editor, mit dem Emulator, ja, es ist wahrscheinlich das meiste auch in Online-Battles und so Sachen gewesen. Jo, gut, dann Dankeschön fürs Zusehen. Ich werde heute sicher, glaube ich, noch livestreamen. Am Abend ist endlich Claudi wieder da, der war im Krankenhaus und deshalb kann ich am Minecraft-Server dann wieder weiterarbeiten. Und ich habe ja einmal geplant, eine Welt zu bauen, wo eine Story ist, also antike Welt mit Story. Falls ihr Interesse habt, kommt heute Abend im Livestream. Ich werde so ungefähr 16, 17 Uhr ungefähr beginnen. 17:30 Uhr vielleicht auch, weil ich habe leider noch einen Termin. Jo, und ja, ich freue mich und ja, macht's gut und bis dann. Tschüss.